meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und hier sieht man es. Ich wollte gerade loslaufen und da kommt der Cabo Bam um die Ecke geschossen mit meinem ganzen Equipment. Wenn ja, es mal läuft, dann läuft's. So, dann würde ich vorschlagen, schwimme ich mal zurück. Bin ja jetzt zum Glück nicht mehr weit weg von meinem Camp. So, prima. Was habe ich denn alles dabei? Ah, nicht so viel. Aber ich habe die ganzen Samen, die kann ich schon mal hier reintun. Das, das, das und das. Genau. Schon mal cool. Dann machen wir hier mal ein bisschen Tabula Rasa mit ein paar Sachen, die er so mit sich rumschleppt. Oha. Okay. Dann schauen wir nochmal. Hier brennt noch das Feuer. Und es wird auch immer noch fleißig gebrutzelt. Aber viel Holz ist nicht mehr da. Also legen wir mal ein bisschen was nach. Hier müssen wir einmal Drop. Und das da. So. Das ist doch schon mal gut. Ja, Metall war natürlich jetzt hier die ganz große Aufgabe, ein bisschen was zu finden. Und ich glaube, es lief jetzt auch grundsätzlich nicht schlecht. Hier habe ich übrigens dieses, das könnte ich ja schon mal ausprobieren, ne? Dieses Fernglas. Jetzt habe ich es ja immerhin mal. Ist ja mal kein Scheiß. So, ich glaube, das ist Carbogram, der da draußen so einen Rabatz macht. Ah, die Pfeile lasse ich natürlich da. Das hier aber nicht. Pfeile habe ich aber relativ viele bekommen, also manchmal Split Half. 17 Pfeile muss einfach reichen. Hier kann ich auch mal machen. Split Half. So. Das muss reichen. So, prima. Wie sieht es hier aus? Ja, gut, okay, alles klar. Ein bisschen Fleisch machen wir noch hier rein. Genau. So, dann haben wir noch ein bisschen Gammelfleisch am Start. Das machen wir hier rein. Und craften. Dann schauen wir, was er noch so am Start hat. Jetzt kommt das ganze Equipment. Das nehme ich natürlich gerne mit, auch wenn ich sagen muss, ich brauche es auch wahrscheinlich nicht. Also diese Bandagen und so. Ich habe ja mittlerweile schon dieses ganze Lederzeug und ich pflege das eigentlich auch ganz gut. Deswegen bin ich damit eigentlich schon so halbwegs zufrieden. Ich könnte noch ein bisschen eine Sache machen, nämlich Fiber und Thatch, genau. Ich habe hier irgendwo gesehen, Repair, genau, so habe ich die Wand nämlich repariert. Das ist grundsätzlich, glaube ich, kein Fehler. So, dann machen wir das wieder zurück. Ast rein. Hier, das ist alles cool. Ich brauche halt Öl irgendwann mal wieder. Wäre gut, wenn ich welches bekommen würde. Access Inventory. So, der hat jetzt nochmal ein paar Steine und so Zeug und Fleisch hat er auch und Gammelfleisch und Leder und Metall. Also es ist doch ganz gut, dass er nochmal den Weg zurückgefunden hat zu mir. Er hatte schon ein paar Einheiten Metall vor allem. Das ist natürlich schon wichtig. Wie viel habe ich denn da? 12. Ist eigentlich nicht besonders viel, ne? Stein, das und das. So. Dann habe ich mal wieder etwas Fleisch. Okay. Drop. So. Prima. Habe ich eigentlich Hunger? Nur ein ganz kleines bisschen eigentlich nur. Aber Fleisch habe ich ohne Ende. Ich mache das jetzt mal so. Ich nehme das mal. Das transferiere ich. Okay, warum auch nicht. Aber dafür diese 40 Einheiten Fleisch, die packe ich nochmal da rein. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, jetzt greifen wir hier nochmal zu. Machen ein bisschen Kohle da rein. Das Fleisch lassen wir einfach vergammeln. Gammelfleisch machen wir sowieso rein. Craft. So. Okay. Und jetzt habe ich noch ein paar überschüssige Schnitzel. Und kann jetzt schauen, was noch so da ist. Ah, da habe ich noch das Ei.
Kann ich mich noch bewegen? Boah. Oh, ganz langsam. Habe ich jetzt da echt in die Wohnung geschissen? Mitten rein? Entschuldigung. Es kommt davon, wenn man keine Toilette hat. Ich habe es immer wieder gesagt. Okay. Steine. Thatch. Wood. Wood. So. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Dann würde ich sagen, machen wir das Ei da rein. Und ja, von mir ist das auch. Aha, hier jetzt mittlerweile auch wieder Dünger. Das ist ja schon mal erfreulich. Hat es da drüben auch Dünger? Ja, sensationell. Es läuft jetzt wohl ein bisschen besser als davor. Ich könnte eigentlich hier mal was hinpacken. Genau, da hat es nämlich nicht so viel Fertilizer drin. Das ist gar nicht fertilized. Perfekt. So, wie sieht es jetzt bei dir aus? Hast du noch viel am Start? Nee, du hast gar nichts mehr am Start. Gut. Finde ich jetzt grundsätzlich gut. Und jetzt gehen wir nochmal zu dir. Access Inventory. Der hat auch nichts mehr. Super. Dann würde ich doch vorschlagen, in dieser Episode machen wir auf jeden Fall noch eine Sache. Und zwar, ich habe gesehen, da hinten, vorhin zumindest, hatte es noch relativ nah ein Supply Crate. Und wenn das jetzt nicht oben irgendwo auf einem Berg drauf ist, dann würde ich mir das gerne holen. Ich werde mal gucken, wo das ist. Das sieht auch wieder viel näher aus, als es dann tatsächlich ist. Oh nee, jetzt wird schon dunkel. Ich kann es immerhin erkennen. Was? Wie, mein Sarko-Bam ist bewusstlos. Hat es irgendwie vergiftet, ha? Das haben wir bis jetzt auch noch nie. Jetzt muss ich natürlich warten, bis der wieder fit ist. Na gut, er hat noch was zum Essen, ganz offensichtlich. Hat er jetzt gerade auch schon einiges... einiges so klein gemacht, aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass der... Also er ist wirklich, er ist echt bewusstlos, ganz ohne Scheiß. So ein Dreck. Und also die Lichter sind natürlich noch da, aber ich traue mich da jetzt in der nahenden Dunkelheit irgendwie nicht so richtig ran. Mensch, hätte ich das gewusst, wäre ich selber noch ein bisschen... an den Start gegangen. Ja, da wunderst du dich, ne? Die Carbo. Wo ist eigentlich mein Carbo? Der müsste mir doch eigentlich auch folgen. Ist halt zu langsam. Wahrscheinlich in 3 Tagen kommt er dann. Shit. Also damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Dass der hier bewusstlos werden könnte überhaupt. Das ist gar nicht für möglich gehalten. Okay, vielleicht nutze ich die Zeit, hack ein bisschen Holz klein. Es ist ja eine ziemlich helle Nacht. Ich kann jetzt aber nur darauf hoffen, dass jetzt nicht gleich irgend so ein Arschloch-Dinosaurier kommt und irgendwie mein Sarko-Bam als Opfer ansieht. Ich bleib mal auch besser ein bisschen in seiner Nähe.
Weil gegen so kleine könnte ich ihn ja schon noch verteidigen. Oh, da liegt übrigens so ein kleiner. Oder auch. Kann ich den irgendwie wegziehen? Nein? Ich habe Angst, mein eigenen Carbo, meinen eigenen Sarko zu treffen. Okay, ah, mein Access Inventory, also vollladen kann ich ihn ja schon mal. Oh, da hat auch ein bisschen Fleisch, das kann er auch gerne haben. So. Und dann bleibe ich halt einfach so ein bisschen in seiner Nähe. Schau, dass jetzt da nichts Gröberes passiert. Und warte, bis die Nacht vorbei ist. Könnten wir ja sogar noch ein Feuer machen. Warum auch nicht? Ist ja nicht so schwer. So, ein bisschen Holz. Was brauche ich denn für so ein Feuer? Flint, Stone? Flint, Stone, Thatch und Wood. Wie viel Steine? 16 und ein Flint. Hui, blitzt es schon. Also regnet es auch. Mhm. Das wird immer besser. Diese Nacht wird echt immer besser. Boah, dass der bewusstlos werden kann, der Sarko, das hätte ich ja nie gedacht. Echt nicht. Ich meine, ich werde doch, wenn die Kleinen mich angreifen, werde ich auch nicht bewusstlos. Und es dauert echt noch ziemlich lang, bis der wieder wach ist. Das habe ich auch schon erkannt. Wie sieht es eigentlich aus? Hunger? Bisschen. Gut. Fiber und Hide. Ich könnte natürlich auch die Nacht ein bisschen nutzen, um hier so ein bisschen mein Equipment wieder zu verbessern. Beziehungsweise wieder ein bisschen zu reparieren. Trifft's wohl eher. Aber das kann ich ja machen. Kein Problem. Die Nacht ist lang und ich muss ja warten, bis mein Sarko wieder wach ist. Zwar irgendwie so ein bisschen seltsam, aber egal. So, dann schauen wir mal. Jetzt habe ich ein bisschen davon. Jetzt brauche ich das Leder, was er bei sich hat. Und diese Häute. So, Crafting. Gut. Wenn ich jetzt hier auf mein Inventar gehe, müsste ich eigentlich das reparieren können. Bei Nacht und Nebel. Und repariert. Ah, die Hose ist auch am Arsch. Oh, da fehlt mir aber relativ viel Leder. Hm. Das wird wohl nichts. Er ist immer noch müde. Aber wir halten zusammen. Hier kriege ich ein bisschen. Kriege ich Flint. So. Und jetzt müsste ich eigentlich ready sein für. Brauche ein bisschen Holz noch, ne? Thatch und Holz. So, jetzt mal langsam. Was hat er noch bei sich? Ah, okay. Alles klar. So, Craft. Warum geht's jetzt nicht? Stone. Ah, okay. Craft 1. Perfekt. Zack. Place. Feuer. Access. Zack. So, prima. Jetzt weiß ich zumindest immer, wo er liegt. Ich gehe mal davon aus, dass das zwar jetzt nicht helfen wird, aber doch zumindest die Sache nicht schlimmer macht. So, gebe ich ihm noch ein paar Sachen zum Rumtragen. Steine, Samen, super. Ja, ich könnte mich die Nacht auch ein bisschen damit vertreiben, dass ich die Engrams Points gleich mal wieder vergebe, statt wieder 800 Punkte zusammenkommen zu lassen und dann nicht zu wissen, was man damit machen will. Was ist das hier? Giant Stone Hedge Frame. A hole? Aha. Okay,
20 Punkte. Was wäre denn interessanter? Oh, das wollte ich ja auch noch bauen. Heiland. Also, Sattel finde ich schon mal gut. Ah, du bist es. Okay. So. Bleiben wir mal kurz beim Thema. Sattel fand ich gut. Ich kann ja mal gucken. Was habe ich denn noch? Ich mache das alles völlig kirre. Ich hoffe, der wacht bald wieder auf. Mann, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Also, jetzt nochmal. Hier, zack, Punkte. Und jetzt, hier waren wir. Granate. Also, ich nehme jetzt mal die Shotgun. Ich halte das zwar für absolut unmöglich, da in kürzester Zeit irgendwie hinzukommen. Aber es wäre natürlich schon geil. 80 mal Metal Ingot. Das halte ich für unfassbar. So. Diese Metalldinger, was ist denn da? Ist das besser? Use for transport. Oh, ja. 12 habe ich noch. Vertical. 12 Punkte habe ich noch. 12, 12, 12. Was mache ich noch mit 12 Punkten? Ich frage mich, wer das alles bauen will. Und aus welchen Materialien. Schaut mal hier. Metals, Metal sein. Wer macht denn ein Schild aus Metall? Wie viele Steine muss ich denn da klopfen? Okay, ich sehe schon, das wird so nichts. Dann mache ich hier noch ein bisschen, gucke ich mal, ob ich da... Hier. Zack. So, mittlerweile hat es immerhin aufgehört zu regnen. Schon mal gut. Ich glaube, es wird auch langsam wieder hell. Oder zumindest ist die Nacht so hell. So, Kumpel, wie sieht's aus? Wann willst du wieder aufwachen? Meine Güte. Ein bisschen, lade ich mal ein bisschen Zeug ein. Damit, wenn er dann aufwacht, er auch gleich weiß, was Sache ist. Stamina. Torpidity. Der ist halt jetzt völlig weggetreten. Kann man da eigentlich irgendwas craften, sodass dass er wieder aufwacht? Das wäre cool. So eine Art. Nee. Nee, habe ich nicht. Also gut, meine Lieben, ich mache das jetzt wie folgt. Ich werde an dieser Stelle einen Cut machen und in der nächsten Ausgabe, da ist er dann bestimmt wieder wach. Und da können wir dann loslegen und werden dann die Welt erobern. Yes. In diesem Sinne, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Bis morgen. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen beliebt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknackt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regier diesen Tag. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.